So, herzlich willkommen zu unserem vierten Teil unseres heutigen Programmes. Dieses Podiumsgespräch hat den Titel Weggegangen. Tschüss Deutschland, Merhaba Türkei. Wir wollen über ein Migrationsphänomen, würde ich sagen, wir werden ja das ja näher erläutern, analysieren, was es ist, weil es immer natürlich individuelle Motive gibt, warum man irgendwohin zieht oder umzieht. Auch dieses in zwei Städten leben, wie vorhin Herr Isfen auch gesagt hat, zwischen Bochum und Istanbul, wie die Leute das empfinden, das ist sehr individuell, sehr persönlich. Darüber werden wir diskutieren. Natürlich politisch relevantes Thema, weil es natürlich auch mit Potenzialen zu tun hat, mit Leuten, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, ein Teil dieser Gesellschaft sind, sich neue Lebensräume, neue Perspektiven sich aussuchen und gehen. Migration hat immer mit etwas Persönlichem, Erwartungen, mit persönlichen Entscheidungen zu tun. Gleichzeitig ist das nicht unpolitisch. Das, was wir persönlich machen, ist nicht unpolitisch, weil es eine gewisse gesellschaftspolitische Konsequenz und Relevanz auch hat. Ich freue mich heute sehr, dass wir zwei Deutsche und aber auch zwei Türkinnen hier haben, die wie selbstverständlich sich in den zwei Räumen Deutschland und Türkei sich bewegen und auch zu den globalen qualifizierten Personen zählen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen sind und beide inzwischen in der Türkei arbeiten. Über ihre Motive, über ihre Beweggründe und über ihre Gefühle. Darüber würde ich sehr gerne mit Frau Professor Sahra Gülmüş und mit Alev Karataş reden. Da für uns Biografie vor allem im Zusammenhang dieser Veranstaltung sehr relevant ist, möchte ich natürlich beide Referentinnen auch kurz vorstellen. Das ist immer natürlich nur ein kurzer Überblick der Leistungen und auch des persönlichen Werdegangs. Deswegen verkürze ich. Frau Gülmüş ist in Darmstadt geboren und hat hier in Deutschland an der Goethe-Universität in Frankfurt Germanistik, Anglistik und Politologie studiert. Sie hat auch in Frankfurt an der Frankfurter Universität promoviert in Germanistik. Sie ist heute Associate Professor an der Anadolu-Universität in Eskişehir. Sie ist dort Leiterin des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen und Leiterin des Forschungszentrums für Probleme der im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger. Das interessiert mich auch, was wirklich dahinter steht. Also ob das auch gemeinsame Biografien gibt, die im Ausland leben. Vorsitzende des türkischen Germanistikverbandes, GERDA, und sie ist Mitglied des Internationalen Ausschusses der Internationalen Vereinigung für Germanistik unter anderem. Und Frau Gülmüş ist 2001 in die Türkei, sage ich mal, ausgewandert. Aber wir reden ja darüber, ob das auch die richtige Terminologie ist. Alev Karataş ist zwei Jahre später in die Türkei ausgewandert, nämlich 2003. Sie ist geboren in Bruxhall in Baden und mit 7 Jahren schon nach Istanbul umgezogen und hat dort dann die Grundschule besucht und kehrte dann 5, 6 Jahre später wieder zurück, 5 Jahre später, 1981, wieder zurück nach Deutschland und hat dann in Heidelberg und Berlin Sozialwissenschaften studiert und arbeitet heute in Istanbul als Qualitätssicherungsmanagerin im Verbindungsbüro Türkei der Telk GmbH. Und sie ist Mitglied des Istanbuler Rückkehrstammtisches seit seiner Gründung. Herzlich willkommen beide. Herzlich willkommen wieder zurück nach Berlin. Und ich würde einfach mal damit anfangen. Sie haben ja ein bisschen unsere Diskussion heute mitbekommen, angefangen bei dieser Erfahrungsbericht der
der ersten Generation, gefolgt von der Rede von Cem und so weiter. Also politisch, biografisch haben wir diskutiert. Wenn Sie das heute noch mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, aus einer Distanz diese Diskussion ein bisschen verfolgen, kommen wir Ihnen komisch vor oder ist das etwas, was sich immer wieder wiederholt, oder gibt es einen Fortschritt, einen Bruch? Wie verfolgen Sie, wie haben Sie heute diese Diskussion empfunden? Also es wurden heute, hören Sie mich? Ja. Es wurden heute viele Themen angesprochen, die es natürlich schon ewig gibt. Und man sieht eigentlich daran, dass sich die Probleme nicht sehr viel geändert haben. Und ich denke, ein Hauptproblem liegt zum Beispiel daran, dass das deutsche Bildungssystem von vielen türkischen Familien nach wie vor leider immer noch nicht sehr gekannt wird. Aber ich denke, dass viele türkische Familien von Anfang an auch bis heute sehr Wert auf eine gute Bildung ihrer Kinder legen, daran investieren möchten, aber eigentlich nicht wissen, welchen Weg ihre Kinder einschlagen müssen. Das war zum Beispiel bei mir auch so der Fall. Ich bin Tochter der ersten Arbeitergeneration. Meine Eltern wollten unbedingt, dass wir eine sehr gute Ausbildung bekommen, kannten aber natürlich auch das deutsche Schulsystem damals nicht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben in der dritten Klasse, glaube ich, ein Formular bekommen mit der Frage, welchen Bildungsabschluss erstreben Sie für Ihr Kind an? Und da stand dann halt nur Hauptschule, Realschulabschluss und Abitur. Das hat mir natürlich damals auch als Neunjährige etwa nicht viel gesagt. Meine Lehrerin hat mir das erklärt, was das ungefähr bedeutet. Ich habe das dann zu Hause gezeigt. Und mein Vater hat dann nur gesagt, sag deiner Lehrerin, ich soll das Kreuz dahin setzen, was das Höchste ist für mich. Und ich denke, dass viele türkische Familien da immer noch nicht sehr informiert sind. Insofern denke ich, dass die interkulturelle Öffnung, in der es dann auch jetzt viele türkische Übersetzungen gibt, ein wichtiger Schritt ist, um diese Barriere zu überwinden. Allerdings muss ich sagen, jetzt vor allem auch aus meinen Forschungen im übersetzungswissenschaftlichen Bereich, dass da auch diese Anleitungen nicht ihren Sinn und Zweck teilweise erfüllen. Da ist zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu geben, eine Broschüre herausgegeben vom Bundesamt für Migration und Forschung, Willkommen in Deutschland. Da wird das deutsche Schulsystem erläutert. Da heißt es, dass es drei Bildungswege dann gibt. Und da steht hinter Hauptschule Esasokul. Und Esasokul heißt nichts anderes als eigentliche Schule. Das zeigt dann eigentlich auch nur die allgemeine Lage, wie Übersetzer eigentlich eingestuft werden. Man meint, dass Zuwanderer mit Migrationshintergrund, die zu Hause türkisch sprechen, mit der türkischen Sprache und Kultur sehr gut vertraut sind. Und deswegen werden diese wichtigen Übersetzungssachen diesen Menschen anvertraut. Die sind aber natürlich eindeutig überfordert mit diesen Übersetzungen. Also hier müssen dann professionelle Übersetzer zum Beispiel dran. Aber wir sehen, dass der türkische Unterricht in der Schule kaum eine Bedeutung hat. Das ist für mich eine große Lücke, weil es natürlich auch für die deutsch-türkischen Beziehungen oder auch später, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, Menschen, die im Ausland tätig, in der Türkei dann tätig sein wollen, dann natürlich auch diese Türkischkenntnisse brauchen. Aber jetzt natürlich auch für Menschen, die in Deutschland dann leben. Jetzt heißt es hier Diversity Management. Es werden Menschen eingestellt mit Migrationshintergrund, die dann diese Kommunikation eben ermöglichen wollen. Aber da gibt es dann auch Barrieren, die wegen sprachlich und kultureller Hintergrund eigentlich nicht so erwerben können. Das Gleiche gilt dann auch für Ethnomarketing oder auch für politisches Marketing, was eigentlich auch angesichts des hohen Migrationsanteiles eine sehr große Bedeutung hat in Deutschland. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz, Frau Karatasch, wenn Sie die Debatte ein bisschen so jetzt rekapitulieren, so wie wir heute diskutiert haben, wollen Sie am liebsten wieder weglaufen und sagen, Gott sei Dank. Das sage ich mir inzwischen wirklich. Also wir reden immer noch darüber und wir reden nur. Es ist heute für mich ganz deutlich geworden, das hat Frau Akgün auch gesagt, was ist Integration? Dieser Begriff wurde immer noch nicht mit Leben gefüllt. Und wir wissen immer noch nicht, wer soll integriert werden, wer integriert, weil wir reden immer nur über die eine Seite, über Menschen, die sich nicht integrieren lassen.
aber es muss ja auch jemand integrieren, finde ich. Und ich meine, wir reden darüber, diejenigen, die nicht integriert sind, die sich angeblich nicht integrieren lassen wollen, manche wollen es auch wirklich nicht, und die, die nicht integrieren, die nehmen nie an dieser Debatte teil. Hier sind sich alle einig, wir haben überhaupt kein Problem damit, aber immer sitzen wir hier zusammen. Ich finde es zwar schön, aber um mich geht's nicht. Es geht um den Menschen, den, da hat eine junge Dame da hinten gesagt, sie hat Türkisch gelernt und hat mit den Müttern gesprochen und hat da sicher festgestellt, die lassen sich sicher gern integrieren, die kriegen zur Not gar nicht mit, dass es um sie geht, dass diese Debatte um sie geht, dass sie angeblich diejenigen sind, die jetzt integriert werden sollen. Sie kriegen es nicht mit, weil keine Akteure bestimmt sind. Also irgendjemand muss doch diese Integration leisten. Wer macht das, bitteschön? Wer soll integriert werden? Wie soll er integriert werden? Und es ist einfach für mich ein, naja, ich bin Soziologin, es sind schwierige Begriffe, wenn man über Schicht redet, das ist fast schon wieder veraltet, aber es ist auch ein Schichtenproblem. Es wird nie dieses Problem ausreichend definiert. Wir haben es geschafft, das hat sie auch gesagt. Ich meine, sie als Akademikerkind hatte dieses Problem nicht. Wir als die Akademiker, die später zu Akademikern wurden, wir hatten auch weniger Probleme, weil uns hat niemand gefragt, wo kommst du her und warum bist du hier? Aber wenn man in Arbeiterkreise geht, ne? Sorry um die Begrifflichkeiten, da wird man schon wieder komisch angeguckt, da ist man immer noch das Türkenkind. Und es geht nicht um Sprache, ich arbeite im Bereich Sprache, die TELK GmbH steht, also wir machen Sprachprüfungen und der Europarat hat Sprachkenntnisse gestuft und die höchste Stufe ist C2. Und ich behaupte, dass ich Deutsch sicher auf dieser höchsten Stufe beherrsche. Sicher mehr als irgendein Mensch, der nur die Mittelreife gemacht hat, weil es bei Deutsch, also bei den Sprachkenntnissen auch um den Umgang mit der Sprache und auch um Themenbereiche geht. Ich beherrsche nun mal mehr Themenbereiche als irgendein anderer, der sich nicht damit beschäftigt hat. Trotzdem fühlt er sich deutscher als ich, obwohl ich eigentlich integriert bin. Wenn er es nicht kapiert, solange werde ich auch nicht integriert sein. Und meine Leistung habe ich erbracht, da muss jetzt die Leistung auch von der gegenüberliegenden Seite kommen. Und ich gestehe, nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Türkei habe ich gemerkt, was für eine Last von meinen Schultern gefallen ist, weil ich mich nicht mehr rechtfertigen muss, wer ich bin, was ich bin, woher ich komme. Gott sei Dank fragen mich die Türken nicht, was ist türkisch, weil so türkisch bin ich auch nicht. Sorry, das sind wir nicht. Und die klassischste Frage für den Rückkehrerstammtisch immer, was verbindet euch? Ich finde, uns verbindet, dass wir nicht rein deutsch oder nur türkisch sind, sondern wir sind beides. Das verbindet uns. Ja, vielen Dank. Viele meine Fragen schon vorweggenommen. Es freut mich dennoch, dass Sie doch schon so ganz sehr engagiert einfach auch mitdenken und auch mitfühlen. Sie reden auch sehr viel von wir. Das heißt, Sie sind emotional immer noch hier. Absolut, absolut. Emotional auch sehr betroffen, muss ich sagen. Ich gestehe. Ja, sehr schön. Wenn Sie beide jetzt hier landen, in Berlin-Tegel oder wo sind Sie gelandet? In Schönefeld? In Tegel. Wenn Sie landen, was ist das für ein Gefühl? Ich liebe Berlin. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Trotz des Wetters. Was ist das für ein Gefühl für Sie? In Istanbul war es nicht sonniger. Ich liebe Berlin. Also ich komme eigentlich aus Frankfurt. Ich war natürlich auch schon davor in Berlin. Es ist schon eigentlich, ja, nach Hause kommen. Aber wenn ich natürlich in Frankfurt bin, ist das noch viel stärker ausgebaut. Also in Frankfurt, da kenne ich jede Ecke. Ich vermisse zum Beispiel in der Türkei das Hessische sehr. Ich bin Germanistin, ich spreche eigentlich... wenn wir in der Türkei sind, halt nur Hochdeutsch unter meinen Kollegen. Aber es ist schon ein Gefühl des Zuhause-Seins. Also eine emotionale Bindung nach Deutschland bleibt. Natürlich. Also, genauso wie umgekehrt. Ja, ich bin hier geboren. Ich glaube, das ist nicht auszuschließen. Das ist selbstverständlich. Das sollte man gar nicht mal fragen. Sehr schön. Nee, sorry. Die Frage ist, wie beschreibe ich dann Ihren Schritt in die Türkei? Als
Arbeitsmarkt, in erster Linie Arbeitsmarkt. Viele denken, sie hat sich sicher verliebt. Das ist anscheinend der Hauptgrund. Der erste, an den man denkt, nein, ich wollte meinen Freund loswerden, war auch mit ein Grund. Er ging nicht, also musste ich gehen. Aber ich bin Soziologin in Berlin und die Arbeitsstellen sind da jetzt nicht gerade reich gegeben. Und meine gebrochene Biografie, würde ich schon sagen, ich bin ein sogenanntes Kofferkind. Das ist auch ein bisschen natürlich eine Identitätsfrage, weil diese Brüche, ich meine, was zeichnet mich als Kofferkind aus der zweiten Generation, dass ich nirgends wirklich zu Hause war? Und dann sucht man. Und man guckt eben, wo bin ich aufgewachsen? Das war ein Dorf in Süddeutschland, da gibt's niemanden mehr. Die vermissen mich sicher nicht, das war nicht Heimat. Istanbul war ich Gast, aber da habe ich schöne Jahre in der Kindheit verbracht. Da geht man auch eben hin, zurück und guckt und ich habe feststellen müssen, nein, auch das ist nicht mehr da. Ich habe dann eigentlich als Istanbul als Kind und dann als Erwachsene Berlin als Heimat empfunden. Das aber auch nur, ich meine, Identität bildet sich immer in Abgrenzung. Ich habe entdeckt, wie sehr ich Berlin liebe, als ich nach Ohio ging, um Freunde zu besuchen. Da habe ich gemerkt, Berlin ist das Paradies auf Erden. Und da habe ich dann einfach zum ersten Mal das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause. Ist Ihnen der Schritt in die Türkei schwer gefallen? Damals, 2001. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also als ich das Abitur gemacht habe, habe ich mich natürlich gefragt, jetzt was studiere ich? Aber als Tochter der ersten Arbeitergeneration bin ich natürlich immer mit dem Gedanken aufgewachsen, wir gehen sowieso in die Türkei zurück. Das hat dann auch, das habe ich wahrscheinlich so verinnerlicht. Meine Eltern wollten mir das natürlich keineswegs dann vorschreiben. Aber das kam mir auch nicht ganz so fremd vor. Und deswegen habe ich dann natürlich bei der Wahl meines Studiengangs einen Beruf oder eine Richtung wählen wollen, mit der ich dann auch in der Türkei etwas anfangen konnte. Da ist zum Beispiel für mich jetzt Jura weggefallen, weil ich mit Jura in der Türkei jetzt nicht viel machen hätte können. Für Medizin hat es nicht gereicht, das Ideal der türkischen Familien. Und ich habe gedacht, mit Germanistik kann ich in der Türkei bestimmt etwas anfangen, mit Sprache und Kultur. Habe dann noch Politikwissenschaft genommen als Nebenfach zur Absicherung, notfalls Auswärtiges Amt oder so etwas in der Richtung. Und nach dem Abschluss meines Studiums und auch nach der Promotion gab es für mich eigentlich zwei Alternativen. Wenn ich in Deutschland bleibe, in der Germanistik sind die Stellen auch nicht besser als in der Soziologie. Das wären dann nur Halbtagsstellen gewesen, befristete Verträge. Die Chancen, als Frau eingestellt zu werden, sind noch ein bisschen geringer. Also vor 10 Jahren war das noch ein bisschen schlechter. Dann habe ich gedacht, da gehe ich mal in die Türkei, was ich ja ohnehin machen wollte, und schaue mich da mal um. Wenn die Stellen dort besser sind, bleibe ich dort, weil nach Deutschland kann ich ja dann immerhin zurück. Und es hat mir dann so gut gefallen, dass ich jetzt mittlerweile schon 10 Jahre dort bin und auch sehr glücklich dort bin. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kompetenz als Wissenschaftlerin dort mehr geschätzt ist als hier in Deutschland? Ja, also ich bin nach der Promotion ich habe mit mehreren Universitäten gesprochen und natürlich, ich bin eigentlich besser aufgenommen worden, als ich vermutet hatte und eingeplant hatte und habe mich dann für eine Universität entschieden, in der ich gleich als Assistant Professor, das entspricht etwa der Junior Professor, eingestellt wurde. Und Junior Professor, das bedeutete dann für mich eigentlich eine feste Anstellung, was mir natürlich ein starkes Sicherheitsgefühl gegeben hat. Und nach 5 Jahren bin ich dann gleich eine Stufe weiter qualifiziert worden, sozusagen zur Associate Professorin. Ich glaube, diesen Weg hätte ich in Deutschland nicht so schnell erreichen können. Das heißt, der soziale Aufstieg, wenn Sie eine bestimmte Qualifikation haben, ist in der Türkei einfacher, schneller als in Deutschland? Ist das, je nachdem jetzt, welche Qualifikationen man mitbringt. Also in der Germanistik hatte ich jetzt das Glück, dass da jetzt eine Stelle frei war. Und natürlich, wenn man jetzt von der Germanistik herkommt, ich komme von der Frankfurter Goethe-Universität, also wenn man eine gute Ausbildung mitbringt, und wenn man natürlich auch weiter daran arbeitet, man darf jetzt sich nicht auf diesen Lorbeeren dann ausruhen lassen, selbstverständlich, kann man schon weiterkommen. Frau Karataş, Sie haben ja auch im Rahmen Ihres Stammtisches natürlich Kontakt auch zu vielen anderen
Was überwiegt? Sind es wirklich tatsächlich die harten Fakten, dass es bessere Perspektiven sind, zum Beispiel, dass der Arbeitsmarkt, auch die ökonomischen Perspektiven dort sich auszahlen, auch für die anderen? Oder ist es mehr ja, so eine romantisierende Sehnsucht, was die Leute auch in die Türkei, nach Istanbul und Ankara und so weiter, andere Städte? Die meisten kennen diese Stadt schon. Das ist nicht romantisierend. Ich denke schon, es ist einfach ein Stück Auslandserfahrung, eben Istanbul, weil Istanbul einfach eine sehr anziehende Stadt ist und auch der Arbeitsmarkt dort offener ist, nicht irgendwie im Vergleich jetzt zu, also zu Patchwork-Biografien. Ne? Man kann da eher die Branche wechseln zum Beispiel als hier und es gibt einfach mehr Arbeitsplätze und auch besser bezahltere Arbeitsplätze in gewissen in bestimmten Branchen als hier. Das ist, ich denke, also ich finde, Arbeitsmarktsituation ist ein wichtiger Grund und auch die Anziehungskraft von Istanbul, weil nicht alle kommen aus Istanbul, aber alle gehen nach Istanbul. Ja, aber in Izmir ist dann die Arbeitsmarktsituation wieder nicht sehr gut. Aber es kommen auch nicht alle aus Izmir. Also es sind schon die anziehenden Städte. Sie gehen nicht in die Türkei zurück, nicht back to the roots, nicht immer, sondern sie gehen einfach in die Städte und vor allem Istanbul. Also es geht auch um Istanbul? Ja. Okay. Ich denke, dass da aber auch ein Hauptgrund darin liegt, dass natürlich viele deutsche Unternehmen in Istanbul angesiedelt sind. Vor allem die Wirtschaft. Ich würde auch allgemein sagen, dass diese Abwanderung in der Türkei eigentlich auch wieder positiv dann wieder für Deutschland umschlägt, weil die deutschen Firmen in der Türkei, das sind glaube ich so um die 4.500 meines Wissens so ungefähr, natürlich dann bevorzugt Leute einstellen, die sehr gut Deutsch sprechen und natürlich auch die deutsche Kultur kennen. Insofern ist das eigentlich aus deutscher Sicht, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, eher ein Gewinn als ein Verlust, würde ich sagen. Aber sozial kann man das natürlich anders auch sehen. Wenn Sie mit Freunden, die jetzt hier in Deutschland leben, die eine ähnliche Qualifikation wie Sie haben, auch akademischer Grad erreicht haben, aber beruflich immer noch strampeln und nicht weiterkommen. Wie ist der Austausch? Was sagen Sie ihnen, wenn Sie mit ihnen reden? Empfehlen Sie, dass sie auch dann nach Istanbul kommen? Also es ist jetzt nicht so, dass der Arbeitsmarkt in der Türkei darauf wartet, dass Leute kommen. Es ist also jetzt nicht so, dass alle mit offenen Armen aufgenommen werden. Und es ist auch abhängig von der Person, was ihr wichtiger ist. Das Leben in der Türkei ist schon anders. Ich würde meiner Schwester zum Beispiel nicht raten, weil ich wüsste sehr gut, dass sie dort sich jeden Tag zu Tode ärgern würde und wäre nicht glücklich. Also es ist wirklich einfach... Das ist auch Ihre Erfahrung am Anfang? Ich hatte wenigstens Türkei-Erfahrung. Sie hat sie nicht. Und ich habe 2 Jahre gebraucht. Ich meine, Umzug ist immer ein Prozess. Wenn Sie innerhalb von Deutschland umziehen, ist das schon eine Umstellung. Und wenn Sie das Land wechseln, egal welches, ist das auch immer eine Umstellung. Und es funktionieren die Dinge eben in jedem Land anders. Und da muss man sich dran gewöhnen. Gibt es eine bestimmte Sachen oder Bereiche, wo Sie sagen würden, es macht einen Unterschied, dass wir zahlreich in Istanbul oder aus Deutschland zahlreich Deutsch-Türken nach Istanbul gegangen sind, hat sich in dem Alltag sich irgendwie bemerkbar gemacht? Macht es überhaupt einen Unterschied oder ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Da fällt mir ein Spruch ein, den werde ich jetzt nicht sagen, aber das ändert, wird die Welt genesen. Nein, das ist nicht so. Istanbul ist sowieso ein Schmelztiegel. Also es ist nicht so, dass wir dahin gehen, wie das heute schon zitiert wurde. Ich kenne die Kollegin, die das behauptet, aber ich muss sagen, ich meine, Istanbul, das sind Migranten aus aller Welt und auch aus der Türkei. Istanbul ist sowieso ein Schmelztiegel, da sind wir nur ein Teil davon. Es gibt die größte Community, ist immer noch die deutsche und die deutsch-türkische, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass wir die Arbeitswelt dort reformieren oder verändern oder was auch. Das ist nicht der Fall, nein. Das ist nicht so. In der akademischen Welt in der Türkei, das muss ja vor allem auch sehr viele Akademiker aus Großbritannien, aus USA
geben. Ist das, überwiegen Sie oder was ist die Anzahl der deutschen Akademiker, die in der Türkei arbeiten? Wie steht es verhältnismäßig? Ich denke, die Anzahl der deutschen Akademiker oder der Deutschstämmigen jetzt in der Wissenschaft ist nicht sehr hoch in der Türkei. Das dürfte sich jetzt in den nächsten Jahren ändern, wenn jetzt die deutsch-türkische Universität dann ihre Studenten aufnimmt. Bislang ist eher die USA schwerwiegend. Also die privaten Universitäten sind hauptsächlich USA-orientiert. Das liegt auch vor allem daran, dass in der Türkei natürlich der Unterricht türkischsprachig, aber auch in internationalen Studiengängen und an den privaten Universitäten auf Englisch abgehalten wird. Deutsch sprechen wir eigentlich hauptsächlich in den Germanistikstudiengängen und dann an der Marmara-Universität gibt es ein deutsch-türkisches Wirtschaftsstudiengang und ansonsten eigentlich überhaupt nicht. Und ich würde noch hinzufügen, auch bei den deutschen Firmen wird überwiegend Englisch gesprochen, weil sie internationale Firmen sind. Deutsch ist da nicht so überwiegend, die englische Sprache überwiegt. Ja, wenn Sie Fragen haben, das ist eine Gelegenheit. Frau Akün und Phyllis, Ebru, sind eine Menge Fragen. Fangen wir mal vielleicht hier vorne an bei Frau Akün. Frau Gülmüş hat es ja ein bisschen angedeutet und ich würde aber die Frage an beide stellen wollen. Es ist ja so, dass die meisten türkischen Gastarbeiter vor 50 Jahren, das wurde ja oft gesagt heute, mit dem Plan gekommen sind, zurückzukehren und die meisten sind eben nicht zurückgekehrt. Und die meisten sind gekommen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft und eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Jetzt haben Sie ja beide etwas geschafft, die bessere Ausbildung und Sie kehren zurück. Also ist es so, auch ein Stück, dass Sie bewusst oder unbewusst einen Auftrag Ihrer Eltern erfüllt haben, sozusagen den Plan zu Ende zu bringen, den Plan zurückzukehren und den Kindern eine bessere Ausbildung. Sie müssen ja eigentlich die Erfüllung des Traums Ihrer Eltern, der Traum zurückzukehren, die Kinder sind so ausgebildet und sie schaffen das. Also ist es so, dass da ein doch in der Familie, ich würde mal sagen, so ein unbewusster Auftrag war an die Kinder, erfüllt meinen Plan, bringt den zu Ende. Und dass sie vielleicht ihren Eltern diesen Wunsch auch von den Augen unbewusst abgelesen haben, ich kehre zurück und bringe sozusagen das zu Ende, was meine Eltern es nicht gemacht haben. Also bei mir trifft das auf alle Fälle zu. Also meine Eltern waren dann sehr stolz, als ich dann in der Türkei angefangen habe, also mit meiner Stelle als Juniorprofessorin an der Universität. Aber meinem Vater ging das eigentlich noch nicht weit genug damals. Im Bekanntenkreis haben dann manche gesagt, jetzt kannst du sehr stolz sein, wir wünschen, dass unsere Kinder dann das auch mal so schaffen und so. Und mein Vater hat gemeint, er sei wohl stolz drauf, aber wenn man bedenkt, dass Atatürk einen ganzen Staat aufgebaut hat, dann ist das ja noch nicht so viel. Es muss noch mehr werden. Also ich muss sagen, nein, also den Auftrag habe ich nicht bekommen. Es war bei uns, ich wurde zwar in die Türkei geschickt, um dort die Grundschule zu besuchen, vielleicht, weil damals alle dachten, vielleicht gehen wir ja irgendwann mal zurück, dann sollte das Kind vielleicht vorgehen, aber meine Schwestern wurden nicht nachgeschickt, so ganz genau wissen sie auch nicht, warum sie mich geschickt haben, aber bei uns war das nicht so das Thema, dass wir zurückgehen. Es wurde auch nicht vorgesorgt so richtig. Insofern, und meine Mutter, mein Vater ist 96 gestorben, der hat es sowieso nicht mitbekommen, meine Mutter war auch nicht. Ich meine, wir waren sowieso nie richtig lange zusammen, aber auch sie fand die Idee jetzt nicht so toll, dass ich nach Istanbul zurückgehe, in das Haus, wo sie geboren wurde fast. Das hat sie nicht so emotional berührt. Ja. Aber da war ich auch als Kind, deshalb. Nicht, weil sie dort war, weil ich dort war. Das war ein Stück meine Geschichte, nicht ihre. Ja, mich würde interessieren, wir haben da am Rande der Tagung schon ein bisschen drüber gesprochen, sozusagen die Rolle der Staatsbürgerschaft. Also habt ihr oder sie die deutsche Staatsbürgerschaft und wenn ja,
würdet ihr sozusagen einbürgern, oder gibt es einen Einbürgerungstest eigentlich, wenn man die türkische Staatsbürgerschaft in der Türkei dann wieder erwerben will? Also habt ihr die deutsche Staatsbürgerschaft? Spielt das eine Rolle bei den Rückkehrerinnenprozessen? Und weil ich das aus familiärem Umfeld kenne, gibt es dann auch die Debatte, wenn zum Beispiel eine Geburt ansteht oder Kinder familiär eine Rolle spielen, dass man das in Deutschland austrägt, damit das ganze bürokratische Prozess der deutschen Staatsbürgerschaft nicht von der Türkei aus organisiert werden muss, sondern dann, also diese ganzen bürokratischen Fragen, die würden mich interessieren. Ganz wichtig, die deutsche Staatsbürgerschaft, die habe ich. Ich wäre auch nicht zurückgegangen, wenn ich sie nicht gehabt hätte, weil mir sonst die Möglichkeit genommen worden wäre, in das Land zurückzukehren, wo ich einfach mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht habe. Klar, auf jeden Fall. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein Grund für die deutsche Staatsbürgerschaft war damals, da hatte ich zwar nicht fest vor, irgendwann mal in die Türkei zu gehen, aber ich dachte, falls ich das mal machen sollte, dann will ich mich einfach absichern. Ich werde jetzt auf einige Füße treten, sicher, aber damals gab es noch nicht die AK-Partie, aber Erbakan, und ich dachte, wenn irgendwann mal eine religiöse Partei an die Macht kommt, dann will ich einfach eine Sicherheit haben, dass ich relativ unberührt bleibe und zurückkommen kann. Ganz ehrlich. Also ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Türkei als Absicherung. Okay. Ja, bei mir ist das auch so. Ich habe auch beide Staatsbürgerschaften, einmal wegen der Rückkehroption und außerdem, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich nach Deutschland will, dann ein Visum beantragen soll, hier geboren, hier aufgewachsen und dann diese ganzen bürokratischen Hürden und wie man sich dann auch vorkommt, wie ein Tourist dann behandelt zu werden, das wollte ich dann auch nicht, also das hätte ich dann wohl nicht gemacht. Okay. Ja, ich habe nur eine Frage, und zwar, wenn man jetzt, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben Ihre Bringschuld erfüllt, sind daraufhin nicht akzeptiert worden und dann zurück in die Türkei gegangen. Nicht so verkürzt. Ja, etwas sehr verkürzt und sehr oberflächlich. Und ich werde jetzt, also wenn man ganz böse ist, könnte man ja auch theoretisch umgekehrt argumentieren und sagen, Sie haben hier gelernt und sind hier ausgebildet worden, haben hier Ihre Qualifikation erreicht und gehen jetzt in die Türkei. Und arbeiten dort, zahlen dort Steuern und so weiter und so fort. Moment, und jetzt eine Frage habe ich nur, es ist wirklich sehr böse gefragt und ich will Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber die erste Frage ist, haben Sie Kinder und zweitens, gehen die in der Türkei zu öffentlichen Schulen? Kein Kind, kein Mann, kein Kind. Okay. Aber zum ersten Teil der Frage, okay, ich zahle dort meine Steuern, ich muss sagen, meine Eltern haben hier auch Steuern gezahlt. Das heißt, wenn ich hier die Ausbildung genossen habe, dann nicht als Schmarotzerin, sondern ich hatte auch das Recht dazu. Viele Deutsche gehen ins Ausland. Deutschland hat Ärztemangel, weil viele deutsche Ärzte ins Ausland gehen und auch viele Ingenieure. Und sie müssen jetzt gucken, schon wieder anwerben aus dem Ausland, damit sie diesen Mangel beheben. Plus ich arbeite für ein deutsches Unternehmen dort und sorge dafür, dass diejenigen, die im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland kommen, auch Deutsch lernen und wir nehmen die Prüfung ab dazu. Komisch, aber wahr. Ja, und ich bin Germanistin. Ich verbreite sozusagen die deutsche Sprache und Kultur auf türkische Staatskosten. Also ganz umsonst. Insofern zahle ich im Grunde alles zurück. Ja, Ebru. Ich habe zwei Fragen, und zwar die eine Frage, wir haben heute sehr viel darüber debattiert, wie die Wahrnehmung oder die Haltung der Aufnahmegesellschaft gegenüber Türken in Deutschland ist. Jetzt würde mich die andere Seite mal interessieren. Wie ist eigentlich die Wahrnehmung der Türken in der Türkei gegenüber den Türken, die sozusagen aus Deutschland kommen, also Anführungsstriche die Deutschland-Türken? Man hatte ja lange die Erfahrung oder die Erlebnisse, dass in der Türkei dieses Bild der Gastarbeitertürken sich etabliert hat. Und man ist oft davon ausgegangen, dass hier lebende Türken entweder Fabrikarbeiter, Dönerbudenbesitzer, vielleicht höchstens noch Taxifahrer sind. Und Sie haben ja beide einen akademischen Hintergrund. Ich denke, dass viele auch der vom Stammtisch einen akademischen Hintergrund haben. Wie ist jetzt die Haltung oder der Umgang der Türken in der Türkei mit Ihnen? Hat sich da was verändert oder ist dieses etablierte Bild immer noch existent?
Die zweite Frage ist an Frau Gümüş. Sie haben gesagt, dass Sie an der Universität im Bereich Forschung zu Auslandstürken arbeiten. Da würde mich einfach interessieren, über welche Themen Sie forschen und was dort die Arbeitsfelder sind. Danke. Ich fange an am besten. Wie war die Frage nochmal? Ich war jetzt da. Alma, ich habe mich ganz am Anfang gleich ganz selbstbewusst Almanje genannt. Ich finde, das ist nicht mehr ein Schimpfwort. Ich finde es komisch, ich finde es lustig. Ich finde es nicht sagen inzwischen. Das Bild hat sich geändert. Es ist immer eine Frage der sozialen Herkunft des Betrachters, wie du eingestuft wirst. Dort habe ich, als ich in der Textilbranche und in der Fabrik gearbeitet habe, haben mich die Leute entgeistert angeguckt, irgendwie so nach dem Motto, wieso kommst du zurück? Ansonsten gab es keine Reaktion. Also ich muss sagen, das Thema, woher, warum, Rechtfertigung ist für mich erstmal passé. Und ja, eigentlich, ja, das war's. Ja, also an der Anadolu Universität, der offizielle Name heißt Forschungszentrum für Probleme der im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger. Furchtbar lang. Es heißt wohl türkische Staatsbürger, aber das liegt hauptsächlich daran, weil es diesen Begriff Zuwanderer oder türkischer Migrationshintergrund so im Türkischen jetzt nicht gibt. Und das wäre jetzt noch umständlicher zu beschreiben. Es ist eigentlich ein Migrationsforschungszentrum und als Germanistin beschäftige ich mich natürlich hauptsächlich mit sprachlich-kulturellen Sachen. Ich habe dort als Leiterin keinen eigenen Mitarbeiterstab, aber unsere hauptsächliche Aufgabe liegt darin, an unseren Fakultäten, den Professoren oder Hochschulangehörigen beratend oder koordinierend beiseite zu stehen, ihnen hinzuweisen, wo man in Deutschland mit wem Kontakte anschließen kann oder dass ich halt in Projekte dann mit einbezogen werde als jemand, der selbst mit einem Migrationshintergrund hat und sich auch mit dieser Migrationsliteratur und Forschung beschäftigt. Okay, eine letzte Frage und dann machen wir Schnitt. Das ist schön. Ja, Frau Gümüş, wir sind Kollegen im Fernsehen. Ich bin auch Übersetzer, allerdings nicht für Türkisch, sondern Englisch, Französisch. Sie wissen ja selber, das Englische nimmt immer mehr überhand. Fürchten Sie nicht, dass Sie bald in dem Bereich arbeitslos werden, wie ich es bin? Ja, also Sie haben ja die Option noch dann ins Englische zu wechseln, also von der Germanistik, weil Sie auch Anglistik studiert haben. Nimmt das auch in der Türkei immer mehr überhand, dass das Deutsche zugunsten des Englischen zurückgeht, sprachlichen Bereich? Danke. Nein, also ich denke, dass die Türkei da einen Sonderfall darstellt. Also wie gesagt, es gibt in der Türkei natürlich 4.500 Unternehmen. Jetzt im Rahmen der Globalisierung ist es natürlich so, dass auch in der Türkei viele türkische Unternehmen deutsche Webseiten zum Beispiel alleine erstellen und auch der Schriftverkehr dann halt mit dem Deutschen läuft. Also die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland werden eigentlich immer eine deutsch-türkische Übersetzungen den Bedarf nicht abdecken, genügend abdecken, würde ich mal sagen. Und allein schon in Deutschland, wenn man jetzt bedenkt, Ethnomarketing hat ja sehr an Bedeutung genommen. Man sieht das eigentlich möglicherweise wenig in der deutschen Presse oder in deutschen Medien, weil das halt doch mehr in den türkischen Medien dann herübergebracht wird. Aber wenn man sich anschaut, jetzt die Studiengänge in Deutschland, dort gibt es keinen Studiengang für das Sprachenpaar Deutsch-Türkisch. Ich denke, dass dort der Bedarf vielleicht jetzt von der Türkei gerade abgedeckt wird. Es gibt einen einzigen Masterstudiengang in Mainz-Germersheim. Ansonsten werden hauptsächlich Leute mit Migrationshintergrund eingesetzt, von denen man meint, dass sie genügend Türkisch sprechen, um Übersetzungen zu machen. Aber da mangelt es eigentlich sehr. Okay, vielen Dank an dieser Stelle, Frau Dr. Gülmüş und Frau Karataş. Herzlichen Dank, dass Sie den ganzen Weg von Istanbul nach Berlin gekommen sind, um über Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns auszutauschen. Wir gehen nahtlos zum, an dieser Stelle.